Mann, Carrie, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Sie ist gestürzt. Hast du wieder von Angela geträumt? Du bist ja klitschnass. Oh Gott, was haben wir nur getan? Es war nur ein Traum, Carrie. Nein, Rusty, nein. Wir haben sie umgebracht. Nicht so laut. Wenn die Aufsicht mitbekommt, dass du hier bist, schmeißen die uns glatt von der Schule. Ich hätte sie festhalten müssen. Irgendwie hätte ich Jetzt hör mal zu, Carrie. Das mit Angela ist 6 Jahre her. Und immer noch hast du Albträume. Du solltest langsam mal anfangen, den Unfall zu verarbeiten, sonst... Aber es war kein Unfall. Wir waren noch Kinder. Glaubst du denn, ich würde die Dinge nicht am liebsten ungeschehen machen? Aber es ist nun mal, wie es ist. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Ja, ja. Warum ziehst du dich an? Ich gehe zurück in den Mädchenflügel. Was denn? Jetzt? Ja, jetzt. Also schön. Aber pass bloß auf, dass du der alten Rabbit nicht über den Weg läufst. Ach, um die Zeit ist sie doch nicht mehr wach. Hey, bist du jetzt sauer auf mich? Nein, ich brauche einfach etwas Ruhe. Okay, Carrie. Dann bis morgen im Unterricht. Hier hat dir jemand einen Brief unter der Tür durchgeschoben. Ach, lass liegen. Ist wahrscheinlich das Referat von Douglas. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verließ Carrie Blake das Zimmer ihres Freundes und machte sich auf den Weg zum Innenhof des zum Internat umfunktionierten Schlosses. Kalter Wind schlug ihr entgegen. Carrie fror. Unter ihrem Anorak trug sie nur das vom Schweiß durchnässte dünne T-Shirt. Sie musste sich beeilen, wenn sie sich hier draußen nicht erkälten wollte. Hastig überquerte sie den schmalen Kiesweg und marschierte quer über das feuchte Gras der Gartenanlage. Es war der direkteste Weg zur Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Hofs. Als sie die gewaltige Buche in der Mitte des Gartens passiert hatte, blieb Carrie plötzlich stehen. Sie hatte etwas gesehen, nicht deutlich, nur einen Schatten bei den Büschen nahe des Bogengangs. War ihr die alte Rabbit vielleicht doch auf die Schliche gekommen? Die Schülerin schluckte, fühlte sich plötzlich beobachtet. Mit ihrer Rechten umklammerte sie fest den Kragen des Anoraks und setzte langsam einen Fuß vor den anderen. Erschreckt blieb Carrie stehen, wagte kaum zu atmen. Hatte da jemand ihren Namen geflüstert? Hallo? Mrs. Rabbit? Carries Herz raste. Sie hatte das Lachen ganz deutlich gehört. Es hatte sich an den Arkaden gebrochen und schien aus allen Richtungen gekommen zu sein. Jemand war hier, in ihrer Nähe. Weg, du musst schnell weg, hämmerte es in ihrem Schädel. Und dann erwachte Carrie endlich aus ihrer Starre. Wie von Furien gehetzt, rannte sie über den Innenhof, stürmte durch die Eingangstür. Vorsicht! Sag mal, träume ich oder wache ich? Entschuldigen Sie, Mrs. Graves. Du hättest mich fast umgerannt. Was um alles in der Welt machst du hier? Ich wollte noch ein bisschen frische Luft schnappen und... Weißt du, wie viel Uhr es ist? Schon. Mein Gott, du bist ja völlig abgekämpft. Es tut mir leid, ich wollte nicht... Hat dich jemand verfolgt? Wurdest du belästigt? Nein, ich wollte nur so schnell wie möglich zurück auf mein Zimmer. Warum? Weil mir plötzlich kalt war. Ah, verstehe. Im Jungentrakt ist wohl die Heizung ausgefallen. Bitte, Mrs. Graves, verpfeifen Sie mich nicht. Ab auf dein Zimmer. Danke, Mrs. Graves. Und lass dich nicht nochmal erwischen. Carrie lief die Treppe hinauf bis zur ersten Etage, holte die Schlüssel hervor und öffnete die Zimmertür. Oh Mann, oh Mann. Erschöpft lehnte sie sich mit dem Rücken an die Wand. Nur langsam beruhigte sich ihr Atem. Sie hatte mehr Glück als Verstand gehabt, dass sie Mrs. Graves in die Arme gelaufen war und nicht der alten Rabbit. Die Graves war die jüngste Lehrerin am Internat und für die Schüler eine Art Vertrauensperson. Mit einem erleichterten Lächeln auf den Lippen ging Carrie auf ihren Kleiderschrank zu und stieß dabei mit ihrer Fußspitze einen blaugrauen Brief an, den jemand unter ihrer Tür durchgeschoben hatte. Carrie stutzte. Genau solch einen Brief hatte sie vorhin bei Rusty gesehen.
Sie hob den Umschlag auf, öffnete und las. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Herein. Sie wollten mich sprechen, Sir James. John, kommen Sie rein. Danke. Setzen Sie sich. Sagen Sie, ist Ihr Magen plötzlich wieder genesen? Wieso? Weil da eine Flasche mit 21-jährigem Malt auf Ihrem Schreibtisch steht, Sir. Ach die, nein, der Whisky ist nicht für mich, sondern für Sie. Für mich? Sagen Sie, haben Sie am Wochenende schon was vor? Ich hab's geahnt. Wie bitte? Ich sagte, ich hab, haben Sie vielleicht einen Auftrag für mich? Nun, es handelt sich hierbei um keine offizielle Angelegenheit. Vielmehr bitte ich Sie um einen privaten Gefallen. Der mich das Wochenende kosten wird. Das ist nicht gesagt. Es kann für Sie sehr nett und erholsam werden. Ach was? Philip Blake, ein Freund aus meinem Club, hat eine Tochter, die im nächsten Jahr ihren Schulabschluss am Monkford-Internat ein paar Meilen nördlich von Cambridge macht. Sie wollen mich doch wohl nicht verkuppeln. Das war nicht witzig, John. Entschuldigen Sie. Ihr Name ist Carrie, sie ist 18 Jahre alt. Morgen Abend findet in dem Internat, das sie besucht, das traditionelle Halloween-Fest statt. Und? Diesen Brief hat sie in der letzten Nacht bekommen. Philipp hat ihn mir vorhin zugefaxt. Bald ist wieder Halloween. Es wird die Nacht der Rache werden. Mein Messer wartet bereits auf dich. A. Punkt. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass sowohl Mr. Blake als auch seine Tochter verstört auf diesen Brief reagiert haben. Natürlich. Auch wenn es sich höchstwahrscheinlich um einen dummen Jungenstreich handelt, würde es Mr. Blake sehr beruhigen, wenn beim Halloween-Fest jemand aus unserer Abteilung anwesend sein könnte. Ich verstehe. Darf ich jemand mitnehmen? Dem steht nichts im Wege. Wer wird Sie begleiten? Jane, wenn Sie mir nicht vorher die Augen auskratzt. Wir wollten eigentlich ein Konzert besuchen. John, Sie nehmen es mit Vampiren, Werwölfen und der Mordliga auf. Da kriegen Sie doch wohl noch Ihre Freundin in den Griff. Hast du eigentlich noch alle auf der Latte? Ich kann Sir James doch nicht im Stich lassen. Weißt du, wie teuer die Karten waren? Der Yard übernimmt die Kosten. Ich scheiß auf die Kosten. Seit 6 Monaten freue ich mich auf das Konzert. Also bitte, wenn du willst, nehme ich Glenda mit. Untersteh dich. Dann bist du einverstanden? Nein, aber ich komme trotzdem mit. Und du wirst auch nicht schmollen? Sicher werde ich schmollen. Du darfst mich morgen um Punkt 10 Uhr abholen. Und komm bloß nicht mit Blumen an. Womit dann? Lass dir was einfallen. Also gut, dann bis morgen, mein Schatz. Okay, Leute. Wer von euch war das? Spinnst du jetzt total? Das glaubst du doch nicht im Ernst, dass irgendjemand von uns diese Briefe geschrieben hat. Wer denn sonst?